Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin hier an der Schorner Warte, die liegt in der Gemeinde Straubenhardt und die ist seit 2009 meine Heimatgemeinde. Und da gibt es auch einen schönen Weg, den ich euch heute zeige, nämlich die Dreitälertour Straubenhardt. Und wie der Name schon vermuten lässt, führt sie durch drei Täler durch und hat eine schöne Pfade, geht am Bächle entlang. Und hier an der Schorner Warte hat man eine tolle Aussicht. Und die zeige ich euch gleich mal auf den Turm, den ihr hier an mir seht. Die Dreitälertour Straubenhardt kann man hier prima an der Schorner Warte beginnen. Man hat gleich eine tolle Aussicht am Anfang des Weges und hier kann man auch gut parken. Hier hat es genügend Parkplätze, eben habt ihr das ja gesehen, in dem Aussichtsteil, den ich gerade gezeigt habe. Und da hat es auch dann gleich zwei Lokale, wo ihr nach der Wanderung gut einkehren könnt, wenn ihr das möchtet. Die Dreitälertour ist so ungefähr 15 Kilometer lang und hat so 200 bis 300 Höhenmeter. Also für jeden, der gerne wandert, gut machbar. Hier ist der besagte Parkplatz, wo ihr parken könnt. Und da hat es auch einen Imbisswagen, wo man die meiste Zeit vom Jahr sich aussteigen kann. Hier seht ihr die zwei Lokale zum Einkehren und ich habe eben eins vergessen, das zeige ich euch dann gleich. Also das Pizzeria Bambi und nebenan der Zauberberg. Und eins davon, denke ich mal, hat auf jeden Fall offen derzeit. Und da drüben seht ihr das, was ich vergessen habe, nämlich das Hotel Adlerhof. Die haben auch schöne Terrasse und da kann man auch gut einkehren, wenn ihr hier mit der Tour fertig seid. Kleiner Blick zurück, da bin ich hergekommen. Da sieht man die Aussicht hinter mir nochmal. Und hier im Hintergrund ist der Segelflugplatz hier an der Schorner Warte, also sprich direkt unterm Hotel Adlerhof. Und da findet jetzt gerade kein Segelflugbetrieb statt, aber so zur wärmeren Jahreszeit sind wir da fleißig aktiv. Und da könnt ihr auch mitfliegen, da müsst ihr euch halt vorher informieren eben bei denen vom Verein. Und da könnt ihr da mal einen Segelflug starten mit denen und Straubenhardt für oben genießen. Ist auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Die Dreitälertour ist prima ausgeschildert. Wie das Weg schon aussieht, zeige ich euch gleich. Und die Strecke gibt es aber auch bei Active. Und da verlinke ich euch die Strecke in der Videobeschreibung. Ihr habt es gesehen, die nächsten Wegpunkte sind auf dem Wanderwegweiser auch immer mit drauf. Und so seht ihr dann immer, wie weit ihr es noch habt. Und das ist eine gute Sache, denke ich mal. Da könnt ihr euch fast nicht verlaufen, wenn ihr hier unterwegs seid. Jetzt geht es hier ein schmaler Pfad entlang, vorbei am Waldkindergarten. Der befindet sich da drüben, das Gelände vom Waldkindergarten. Und der Pfad, der geht hier weiter. In Kürze erreiche ich auch gleich das erste Tal, das mir persönlich am besten gefällt, nämlich das Aschbachtal. Das unendlich
langer Pfad, wo da im Tal entlang geht. Und da führt auch unser Weg entlang, die Dreitälertour. So, jetzt bin ich hier am Wanderparkplatz Axschmachtal angelangt. Wenn das Schwanerwarte mal wieder alle Parkplätze belegt sind, könnt ihr die Tour auf und hier starten. Und hier hat es dann oft besser Platz. Nur so als kleine Ausweichmöglichkeit. Dann müsst ihr einfach die Straße entlang der Lokale, wo ich euch eben gezeigt habe, weiter entlang fahren und dann kommt der nach ein paar Kurven auf der rechten Seite. Und für mich geht es jetzt ins Axschmachtal rein. Und der Pfad, der beginnt da hinten. Hier seht ihr die Axschmachtfliese. Und wir laufen jetzt mal, oder ich laufe jetzt mal den Pfad hier entlang. Ihr müsst hier im Axschmachtal einfach ein bisschen aufpassen. Immer wenn ihr am Pfad Richtung Bach abgeht, müsst ihr dem folgen. Oder der gelbe Raute. Jetzt hier wieder links rein. Und wieder biegt der Pfad links ab runter. Da müsst ihr halt einfach ein bisschen drauf achten. Die gelbe Raudefolge hier entlang vom Axschmachtal. Und dann passt es mit dem Weg. Entlang der Tour hat es überall Sitzbänke, wo ihr mal ein bisschen rasten könnt und die Aussicht genießen oder einfach mal was essen und trinken. Und jetzt geht es weiter Richtung Lange Alb und Feldrennach. Straubenhardt ist eine Gemeinde, die aus 6 Ortsteilen besteht, kann man sagen. Einer davon ist Badisch, auf ehemaliger badischer Grenze gelegen, oder an der Grenze gelegen, besser gesagt, Langenalb nämlich. Und die anderen 5 Orte, nämlich Schwann, Kulmweiler, Feldrennach, Finsweiler, und Oddenhausen liegen auf württembergischer Gemarkung. Ja, hier lässt sich gut wohnen und arbeiten. Man liegt erhöht, hat eine tolle Aussicht, liegt aber nicht so hoch, dass man im Winter ernsthafte Probleme mit dem Wetter, mit dem Schnee kriegt. Und man ist auf der anderen Seite auch ganz schnell weiter oben, wo öfter Schnee liegt. Zum Beispiel in Dobel oder in Kaldebronn. Und zwei schöne Städte ist man jeweils noch eine Viertelstunde, nämlich in Bad Wildbad und Bad Herralb, wo ich öfters unterwegs bin. Das habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Ja, hier geht gerade im Feld ein guter Wind. Ich hoffe, er hat alles verstanden. Hier seht ihr Lange Alb ganz gut. Zieht sie noch ein bisschen so nach rechts weg. Hier seht ihr eine kurze Szene von der Durchgangsstraße durch Lange Alb, die gerade saniert wird oder wurde hier in dem Teil. Und unser Weg, da geht es hier rüber, da drüben rein. Und dann auch recht flink wieder aus Lange Alb raus. Thank you.
Ich nehme jetzt wieder lange an nochmal. Und mein Weg führt Richtung Pfinzweiler und führt dann an der Pfinzquelle vorbei. Talabwärts. Und die Pfinzquelle sagt schon, hier beginnt die Pfinz. Ist auch ein kleinerer Fluss, der im gleichnamigen Tal entlang fließt später und dann irgendwann der Rhein reinfließt. Irgendwo bei Karlsruhe, nördlich von Karlsruhe, fließt die Pfinz und der Rhein. Hier vorne der Ort, das ist Pfinzweiler. Da kommen wir aber nicht rein, sondern mein Weg, der biegt vorher ab. So, ich habe Sommer gerade ein kleines Päusel gemacht, habe Riegel gegessen und was getrunken. Und jetzt geht's weiter an der Pfinzquelle vorbei, wie gesagt. Und in Richtung des Ortes, wo meine Schwiegereltern wohnen. Und die grüße ich hiermit herzlich. Und das ist Idersbach. Und das ist der Ort, den ihr hier hinten seht. Hier das Gebiet, das ihr hier vor mir seht. Da liegt die Pfinzquelle drin. Ich glaube, das sind 3 oder 4. Und das Gebiet steht unter Naturschutz. Von daher bleibe ich hier auf dem Weg. Hier unten bei der Baumreihe fließt die Pfinz. Und der gehen wir jetzt entlang davor. Ja, es ist heute richtig ein herrlicher Februartag. Durch die Sonne ist es auf jeden Fall erträglicher. Und die nimmt ein bisschen so der kalte Wind gefühlt weg. So, jetzt bin ich hier an der Landesstraße zwischen Wildrenner in Idersbach. Und die überquere ich dann auch in Kürze. Und dann geht es nach dem Pfinztal, das wir eben gestreift haben, zum Grindetal. So, wieder ein kleiner Blick zurück. Hier hinten bin ich hergekommen, so her. Da drüben oben liegt Pfinzweiler. Und mein Weg, der geht jetzt hier über die Straße und dann da drüben in den Wald rein praktisch. Jetzt bin ich hier am Feldrenner Haarbach angelangt, der hier runter Richtung Pfinz fließt. Und diesen Drinnental, dessen Namen ich euch gleich einblende, gibt es hier schöne Pfade entlang. Und hier seht ihr jetzt schon Feldrennach, auf das jetzt praktisch Zulauf ist. Hinter mir seht ihr den Kirchturm von Feldrennach. Und mein weiterer Weg führt mich jetzt voll durch Feldrennach durch, immer am Tal entlang, weiter dann hoch nach Pfinzweiler. So, jetzt sind wir hier in der Ortsmitte von Feldrennach und da drüben das beige Haus, das Rathaus in Feldrennach, wo unser lieber Bürgermeister Helge Viehweg seinen Dienst verrichtet, wenn er gerade Wochenende ist. Und der Weg geht hier geradeaus weiter rein, immer weiter das Tal hoch. Hier nochmal ein kleiner Überblick. Hier bin ich hergekommen und hier geht es weiter das Tal hoch. Nach Kulweiler, was ihr da hinten schon seht. Fratschild hier sagt, 2,5 Kilometer bis zur Schwannerwarte. Und da geht es auch der 3-Täler-Tour-Weg hoch. Und wenn ich da ein Stückchen oben bin, dann zeige ich euch noch eine weitere Einkehrmöglichkeit hier auf dem Weg. Hier seht ihr die Kirche von Kulweiler. Und direkt daneben ist ein Gasthaus, oder besser gesagt gegenüber, das Gasthaus Rössle.
und das zeige ich euch jetzt. Ja, ein Gasthaus Rössle, das hinter mir jetzt liegt, könnt ihr auch gut einkehren. Von da aus habt ihr das nicht mehr weit bis zu eurem Auto. Und so könnt ihr euch hier nochmal stärken, bevor es nochmal den Berg hoch geht zur Schwannerwarte. Unser Weg führt jetzt weiter hier bergan, an der Kirche vorbei hoch. Hier quert jetzt die Panoramastraße und die müssen wir links rein. Und der Weg führt dahinter auf den Wieseweg weiter, wo ihr da schon seht. Hier rechts oben sieht man schon das Segelfluggelände und das Hotel Adlerhof. Und hier vorne seht ihr den Rand von Schwann. Hier oben sind ja nochmal die drei Ausflugslokale und da vorne der Imbiss. Also bei schönem Wetter kann man hier richtig weit gucken. Da sieht man hinter große Teile von der Pfalz, sieht der Odenwald. Und bei besonders guter Sicht kann man sogar bis Mannheim-Ludwigshafen von da aus gucken. Da sieht man ein praktisches Industriegebiet mit BASF und so weiter, was sich da befindet. Also es lohnt sich wirklich mal hierher zu kommen. Was heißt nur für einen Spaziergang hier am Panoramaweg entlang oder eben auf der 3-Täler-Tour. So, ich bin jetzt hier wieder am Parkplatz der Schwannerwarte angelangt, der übrigens gerade wieder gut besucht ist. Also wie schon erwähnt, ihr könnt auch zu dem Wanderparkplatz im Aschbachtal ausweichen, wenn ihr die Tour laufen wollt. Es war wieder sehr schön. Oftmals liegt direkt vor der Haustür eine schöne Strecke und ihr kennt sie vielleicht gar nicht so gut oder seid sie noch nie gelaufen. Das kann mir passieren, das kann euch genauso gehen, also guckt euch mal bei euch vor Ort um. Und wenn ihr da nichts findet, kommt ihr her und macht mal die schöne 3-Täler-Tour. Wie gesagt, der Streckenlink habe ich in der Videobeschreibung drin, sodass ihr den leicht finden könnt. Ich kehrt hier oben mal oder am Ort irgendwo mal ein. Lasst es euch gut gehen. Und wenn ihr ein bisschen Glück habt, vielleicht lauft er mir über den Weg. Und wenn das so ist, dann dürft ihr mich gerne ansprechen. Oder auch anschreiben hinterher, wenn ihr euch nicht getraut habt. Okay, dann macht's gut. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge von Jochen und Tour, sage ich mal. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Tschüss!